Einen wunderschönen Servus und Hallo heute zur 86. Folge vom Notizblock. Und ihr habt jetzt die Dresden-Tour geschafft und jetzt habt ihr gesehen, wie Dresden aussieht, ganz schön. Und jetzt ist es wieder dabei, ein bisschen Schwachsinn zu machen. Und ich muss gestehen, es wird jetzt hier gerade ein bisschen kalt in letzter Zeit und ich habe mir ein bisschen einen Zug geholt, deswegen stehe ich einfach ein bisschen steif, weil es einfach so um Nacken alles ein bisschen wehtut. Wenn du hier quasi rangehst, ich demonstriere das mal kurz. Okay. Ich glaube, ich muss die heutige Notizblock-Folge absagen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja, mir geht's natürlich gut. Das war alles nur ein Trick und ein Scherz. Den kann man machen mit Sachen, die man hier draußen in der Natur findet. Kann man auch bei einer Party machen. Ich zeig mal kurz, wie man das in der Natur macht. Wir sind hier auf einer Wiese, wo hier zufällig, weil es hier gestürmt hat, ganz viele solche Baumrindenreste rumliegen und die machen folgendes Geräusch. Ja, und ganz einfach, wie ihr wirklich effektiv jemanden reinlegen könnt, ist, ihr nehmt dieses Ding, stopft es auch entweder ins T-Shirt hinten rein oder ihr habt es einfach in der Hand und läuft schon so auf denjenigen zu im Sinne von, mein Nacken, es tut so weh. Und so sieht das von hinten aus. Hier, ne, zum Zudrücken. Und alles, was ihr jetzt macht, ist im richtigen Moment, wenn ihr so macht, drückt ihr hinten zu. Ich zeige das einmal von der Seite, von hinten, so. Okay, das hier gibt den Soundeffekt, den ihr braucht für das kaputte Genick. Und nochmal von vorne, sieht ganz echt aus, wenn ich sage, oh. Ja, das müsst ihr nur unauffällig nach hinten kriegen. Oh, mein Nacken tut so weh und scheiße. Das tut immer so. Oh, Herrgott, noch eins, das war fest. So, okay, verstanden? So. Das Ding ist nur, leider stürmt es nicht so viel, dass ihr immer die ganze Zeit so Holz rumlegen findet. Also, wie macht ihr das in einem normalen Environment, wo es sich lohnt? Die normale Umgebung, wo ich immer das gerne mache, ist auf Partys. Und auf Partys gibt es immer Plastikbecher. Diese Trinkbecher. Am besten sind die durchsichtigen mit hartem Plastik, weil die machen das beste Geräusch. Ihr könnt natürlich auch die ganz dünnen weißen nehmen, aber die machen fast keinen Ton. Könnt ihr ausprobieren. Wie gesagt, die aus Plastik, die harten durchsichtigen Plastik sind am besten. Die macht ihr euch dann entweder unter die Achsel. Ich kann das hier mal demonstrieren. Entweder unter die Achsel und dann macht ihr so und drückt die Achsel zusammen in der Bewegung und dann bricht der Becher. Oder wenn ihr Mann seid und ein Sakko oder sowas anhabt oder ein Hemd, könnt ihr das prima in die Hemd- oder Sakko-Innentasche tun. Dann habt ihr den Arm davor, hier drunter ist dann quasi der Becher. Und wenn ihr so macht, drückt ihr hier zusammen. Also macht ihr eigentlich nur so. Und dann crusht ihr den Becher hier zwischen und es gibt ein saugeiles Geräusch. Und ein letztes Mal für diejenigen, die jetzt erst eingeschaltet haben. So. Ne? Super Sache. Ich sage euch auf Partys garantiert, ihr werdet jede Menge Spaß haben. Die Leute werden euch angucken und ihr müsst es nur schnell genug auflösen, bevor euch jemand ins Krankenhaus trägt. Also, wenn ihr Fragen habt dazu oder wenn ihr Videos davon aufnehmt, das fände ich ja richtig cool. Nehmt Videos davon auf, zeigt, wie ihr eure Verwandten schockt, eure Familie, eure Geschwister. Stellt das auf YouTube, verlinkt das und sagt mir Bescheid unter dernotizblock@gmail.com und ich freue mich auf Antworten. Und wir sehen uns morgen zur 87. Folge vom Notiz. 87.? Ja doch, 87. Folge vom Notizblock. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.